Jo. Gut, dann werde ich mal. Wo speichern wir hier mal ab? Machen wir einfach mal hier das oberste. Zack. Und weiter geht's. Ach, jetzt ist auch das Fadenkreuz da. Das ist doch fantastisch. Sehr gut. Stimmt, vorher hat man keins, weil vorher hat man keine Waffe. Jetzt kommen wir endlich raus. Der Hammer. Also, ne, versetzt euch jetzt mal ungefähr 20 Jahre zurück, ja. Oder vielleicht 15 oder sowas in der Richtung. Und stellt euch vor, ja, ihr habt vorher nur so Spiele gehabt, wo man nur in grauen Gängen, so wie hier, ohne hochdetaillierte Textur rumgerannt ist, ja. So ungefähr. Und dann kommt ihr hier raus und habt ihr so eine unglaublich riesige offene Welt. Also offen in Anführungsstrichen, ne? Ist klar. Und könnt ihr halt rumrennen und machen und tun. Und also damals war das echt der Hammer. Also ich kann mich noch dran erinnern, dass wir damals auch zum Teil den einen oder anderen Cheat benutzt haben und dann hier uns schon einige Waffen besorgt haben, mit denen wir noch zoomen können. Die kommen allerdings erst später. Hier ist ein Häschen. Hallo. Na. Jo, und hier gibt es auch schon Munition für eine andere Waffe. Ja, und dann haben wir natürlich rangezoomt an die Texturen hier. Und das sah damals einfach schon geil aus. Heute, naja. Es geht so. Aber wie gesagt, man muss das auch alles mal im Vergleich sehen. Damals war das halt echt der letzte Schrei. Da war man froh, wenn man das zocken konnte. Oh, hier ist einer, der sagt uns was. Wachposten. Biel. Die Situation ist kritisch. Heute Nacht haben große, sehr kräftige außerirdische Verbände unser Lager überfallen. Sie feuerten kleine Raketen aus Handraketenwerfern ab. Wir verloren 5 Mann. Das ist bitter, das ist bitter. Ja, Palmen und ähnliches Gewächs steht hier rum. Und hier, ich muss mal schauen, gibt es hier Munition? Ja, da unten gibt es was. Schauen wir doch mal. Ich hoffe mal, die kleinen Fischis hier, die tun uns nichts. Huch, da waren wir doch ein bisschen zu schnell. Alle hepp. Und raus hier. So. Dann sammeln wir hier mal das Zeug ein. Hier ist auch wieder was. Logbuch. J. Strang. Keine Antwort auf unser Notsignal. Das Schiff ist zu unsicher, um es als Zuflucht zu nutzen. Wir fanden ein verlassenes Gebäude, das wir als Basis nutzen. Vielleicht könnten uns die Einheimischen helfen. Okay, hier gibt es also Einheimische. Alle. Okay, der sieht nicht mehr gut aus. Logbuch N. Voss. Wir haben zur Crew der vor 3 Monaten als vermisst gemeldeten ISV Kran Kontakt aufgenommen. Sie hat ein betriebsfähiges Schiff, das Scourge, gesehen. Aha. Wir müssen es kapern, um aus diesem Sternensystem zu entkommen. Okay. Alles klar. Dann denke ich mal, machen wir uns doch sicher demnächst auf zur ISV Kran. Oh. Die Scourge, damit sind doch mit Sicherheit diese Außerirdischen gemeint. Dem haben wir schon geredet. Der ist leider verstorben. Ja, kleines Häuschen. Vortex Rikers. Gut, gehen wir mal hier lang. Schauen wir mal. Oha, oha, oha. Ja. Man gucke sich das mal an. Wasserfall, Wasser, hier geht es abartig tief runter. Also da sollte man vielleicht nicht runterspringen. Ich mach mal hoch, ich drücke mal F5. Kurzen Quick Save. Da ist unser Schiff gelandet. Ich denke mal, hier sollte man möglichst schnell verschwinden. Allee, hepp. Nicht, dass uns hier noch was passiert.
sieht doch mal ganz gut aus. Ich denke mal, da werden wir gleich reingehen. Der hier noch was zu erzählen hat? Nee, der sieht nicht gut aus. Alles klar, schauen wir doch mal, was uns hier drin erwartet. Hier hat noch was. Logbuch. Ich habe nur Pech. Zuerst kriege ich 20 Jahre für einen Mord, den ich nicht begangen habe, und dann auf dem Weg zu einer Strafkolonie machen wir auf diesen gottverlassenen Steinbrocken eine Bruchlandung. Mist. Tja, also das mit dem Glück. Naja, ich sag da mal jetzt nichts dazu. Oh, Scheiße. Ach du Kack. Okay, das sind bestimmt die, von denen der Typ vorhin erzählt hat. Hallo. Ach, guck mal hier, ich bin ganz waffenlos. Uhu, da gibt's ja noch einen. Holla, die Waldfee. Das ist aber ganz schön ungemütlich. Mann. Ja, kleiner Kopf, nichts dahinter. Gott sei Dank, sah ich da. Gott sei Dank. Okay, dann brauchen wir hier auch offensichtlich keine. Ja. Dann gehen wir erstmal hier runter. Schauen wir doch mal, was wir hier noch so finden. Oh, ein Flair. Damit können wir irgendwann nochmal Licht machen. Kling. Da kommt der Fahrstuhl. So. Na komm. Und ab nach unten. So, wo geht's raus? Da geht's raus. Sieht alles sehr ruhig aus hier. Hier ist bestimmt noch irgendwo einer. Da ist er. Das wird ja sicher nicht der letzte gewesen sein. Ja. Jo, erfolgreich erlegt. Puh, aber ich vermute mal, das wird nicht so einfach bleiben. So, dann hüpfen wir mal hier runter. Ich denke, wir sind jetzt... vorhin haben wir von da oben runter geguckt, nehme ich mal an. Ne? Da oben irgendwo. Drüben ist der Wasserfall. Hüpfen überall kleine Häschen rum. Ach so, eine Sache, die auch interessant ist. Bei Unreal gab es schon die... Also es war so gemacht, dass man mit höheren Schwierigkeitsgraden auch weniger Dinge finden konnte. Beziehungsweise, dass auch wesentlich mehr Gegner und wesentlich stärkere Gegner durch die Gegend gerannt sind. Oh, meine Strafe nimmt kein Ende. Noch mehr Ergebene wurden von den wütenden Göttern getötet. Ich bete um ihre Seelen, aber ich fürchte, meine Gebete bleiben ungehört. Ich muss zum Tempel von Shisra reisen, um Gleichgewicht zu finden. Ja, interessanter Punkt. Das hier ist einer der Nalis. Und... der schwebt hier fröhlich vor sich hin und betet offensichtlich für die Seele dieses Gefangenen da, der da wohl gestorben ist. Und interessanterweise, wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann betet der da nicht mehr, sondern liegt tot am Boden. Oha! Alles klar. Die werden uns auf jeden Fall noch sehr... viel Freude bereiten. Die hängen immer an den widerlichsten Stellen rum, die man sich nur denken kann. Und überraschen einen immer wieder mit freudigen Geschossen. Holla, die Waldfee. Auch wenn ich das Spiel damals gezockt habe ohne Ende, weiß ich mittlerweile echt nicht mehr, wo die alle... wo sich ja alle Gegner versteckt haben oder was jetzt alle Secrets sind oder wie auch immer. Also wenn euch da nochmal was einfällt oder so, oder ich nochmal irgendwas ganz Bestimmtes zeigen soll,
ich versuche das meiste wirklich mitzunehmen, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt es rein. So, schauen wir doch mal. Ja, gehen wir erstmal nach oben. Alle, hepp. So. Den Flair, den nehmen wir mit. Und auch die Teile da. Naja, ja, war jetzt eh nichts weiter. Gut. Ich denke, ja, in den Kisten ist zwar auch noch was drin, aber ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Jetzt schauen wir bloß nochmal hier unten. Wo wir denn hier? Jetzt sind wir ganz unten auf dem Wasserlevel. Fantastisch. Uha. Gibt es nochmal eine Waffe und noch was zu lesen? Logbuch. Wache M.V. Whaley. Ich hätte bei den anderen bleiben sollen. Ich glaube, mein Bein ist an mehreren Stellen gebrochen. Mein Bruder ging vor 8 Stunden los, um Hilfe zu suchen. Ja. Okay, der hatte offensichtlich nicht so viel Glück. Tja, der ist ja dann wohl gestorben. Ich weiß nicht, ob es hier unten im Wasser irgendwo auch noch was gab. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und ich will jetzt so spontan auch nicht wirklich danach suchen, weil das doch relativ großes Gebiet ist hier. Und im Wasser ist man immer so langsam unterwegs. Das heißt, wir gehen mal wieder nach oben. Da wird es mit Sicherheit weitergehen. So, auf, zurück. Ja. Ach so. Da fällt mir ein, ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr das jetzt, sagen wir mal, ja, also wie ihr das findet, dass man auch mal ein paar ältere Sachen zockt. Also ich persönlich bin da ja ein großer Fan davon. Einfach, weil ich mit den Sachen aufgewachsen bin, sage ich jetzt mal so. Und die mir deswegen auch sehr ans Herz gewachsen sind. Deswegen liebe ich diese älteren Spiele durchaus. Aber ich werde natürlich auch ein paar aktuellere Geschichten zocken. Das ist versprochen. Könnt mir ja mal reinschreiben, ob ihr, sag mal, von ein paar älteren Sachen irgendwas sehen wollt oder auch von ein paar neueren Sachen. Also wonach euch so der Sinn steht. Oh, der hat nichts mehr zu sagen. Okay. Jetzt sind wir mal die Waffe hier oben. Hier schon wieder Schritte. Der geht weg. Yo! Das war wieder sehr gut. Das wird aber definitiv nicht so bleiben. Das verspreche ich euch jetzt schon. Ich bin nicht so der große Ego-Shooter-Pro. Und das werdet ihr irgendwann auch merken. Aber im Moment geht es noch, wie gesagt, die Gegner sind noch relativ easy. Da muss man sich nicht viel fürchten. Logbuch PV Hale. Eine fliegende Bestie griff mich an. Ich konnte sie töten, aber erst nach erbittertem Kampf. Ich entdeckte, dass die orangefarbenen Beeren eine heilende Wirkung haben. Ich bin nun kräftig genug, um weiterzugehen. Die hier. Alles klar, Junge. Du siehst sehr kräftig aus. Fliegende Bestie, die da oben vielleicht? Naja, lassen wir mal in Ruhe. Solange sie uns nicht angreift, lege ich da keinen gesteigerten Wert drauf. Auf. Ich glaube, die hier sind gemeint. Yep. Die gehen gerne auf einen los. Huh, gut, dann gehen wir mal hier rum. Hossa, huh. Alter, erschrick mich nicht. Der war glücklich. Okay, ich höre schon wieder Getrampel. Bam, 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 bam. Alle, hepp. Und weg ist er. Und da kommt gleich noch einer. Übrigens, Nachladen passiert hier von alleine.
da gibt es noch keinen Shortcut dafür, dass man sozusagen hier schon vorher nachladen kann. Der macht das einfach dann irgendwann. Meistens dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Das wurde dann später in anderen Spielen wurde das alles behoben, verbessert. Ja, ich springe gerne auf Kisten rum. gewöhnt euch einfach dran. So, jetzt machen wir mal hier. Jetzt noch Munition, die brauchen wir aber gerade nicht. Da oben sehe ich noch einen. Ja. So, da können wir die auch einsammeln. Und dann geht es hier auch schon weiter. Aha, okay, gut. Da sind wir also. Gut, das brauchen wir eigentlich gerade so nicht mehr. Gut, ja, dann. So, dann gehen wir mal hier runter. Und schauen mal, was wir hier noch so finden. Ah, warte mal. Bevor wir da jetzt reingehen, hole ich mir mal noch die Munition von hier oben. Eieieiei. Das war knapp. Und hepp.